16. April 22. Ich bin mit meiner Freundin und einem befreundeten Pärchen im Freilichtmuseum in Detmold zum gefühlt 15. Mal in meinem Leben. Und der Aussichtsturm, da war ich noch nie. Als ich zuletzt vor anderthalb Jahren hier war, war er nämlich gesperrt. Deswegen nutzen wir heute die Chance, den Turm zu besteigen und die Aussicht über das Freilichtmuseum zu genießen. Es ist Samstagnachmittag, ungefähr 17 Uhr. Ostersamstag. Wir sind nämlich bewusst heute hier ins Freilichtmuseum gegangen, weil es morgen am Ostersonntag bestimmt extrem voll werden wird. Schon von hier hat man eine schöne Sicht, aber von da oben ist natürlich bestimmt noch besser. Schauen wir doch mal. Ich hoffe, man versteht es. Hier oben ist es sehr windig. Ich habe die 67 Stufen hoch geschafft und die Aussicht ist wirklich spektakulär. Man sieht hier auch Tafeln, wo steht, was man alles in der Ferne erblicken kann. Da vorne sehen wir den Stadtteil Heiligenkirchen. Ja. Und man schaut wirklich weit über das Gelände des Museums. Ich habe sogar gehofft, man sieht von oben noch ein bisschen mehr die verschiedenen Bauernhöfe, aber die sind dann doch hinter den Bäumen verborgen. Ganz in der Ferne die Detmolder Innenstadt. Ich sehe das Gebäude des Krankenhauses am Bahnhof, das große. Ich sehe die Siedlung Herberhausen. Ich erkenne so unglaublich viel wieder in der Ferne. Vorne sieht man das Hermannsdenkmal und den Funkturm, Bielstein heißt er, glaube ich. Habe ich auch schon mal eine Radtour hingemacht. Also, die Besteigung des Aussichtsturms lohnt sich. Es sind ungefähr 67 Stufen, wenn ich richtig gezählt habe. Auf diesem Kanal gibt es auch noch viele andere interessante Videos. Hauptsächlich zu den eher unbekannten Sehenswürdigkeiten in Bielefeld.